Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Stream The Witcher Wild Hunt. Ja, Leute. Jetzt höre ich mich wieder selber, das ist nicht so toll. Nein, wir wollen das nicht, wir hassen das. Wir mögen das nicht. So, ja, The Witcher 3. Auch schon angespielt. Irgendwo hängen geblieben, wie üblich, und dann erstmal beiseite gelegt. Oder besser gesagt, dem Kumpel wiedergegeben. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt zocken wir es auch nochmal an. Mal schauen, ob denn. Ja, gerade mal die App noch abdocken. Mal schauen, ob sich denn hier noch was machen lässt. Waren schon recht, ja, was heißt recht weit, aber auf jeden Fall schon eine Karte weiter. Ja, passt alles so. Wunderbar. Bewege den Regler, bis das Bild gerade noch zu sehen ist. Welches Bild? Ach, jetzt kommt ein Bild. Okay. Ach, in diesem Bild. Ah, das ist ja interessant. So. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, Ich lasse euch jetzt mal verzweifelt, gerade mit dem Intro drückt alleine und eure werde noch einen Kaffee Glieder an machen. euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht. Streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle. Die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle? Leichenfresser? Werwölfe? Erschlugen wir sie? Oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Waisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich. Es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, alter Mann, und wenn ich in die Stadt komme, werde ich dich zuerst setzen. Verlass dich drauf. So, das hätten wir hinter uns. Fortfahren. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein.
ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Und wir wissen ja alle, dass man sich mit Hexen nicht anlegen sollte, ne? So, du kannst die neue Animation im Spielmenü aktivieren. Ach ja, stimmt, wir haben uns ja die ganzen DLCs runtergeladen eben. Und da war ja auch eine neue Finalhieb-Animation dabei. Die könnten wir natürlich direkt mal, ja, wenn ich jetzt wüsste, wo. Ha. Wo können wir das tun? Wo kann ich das tun? Sage mir, wo? Wo kann ich? Wie kann ich? Wahrscheinlich hier. Krafttraining. Ach, haben wir denn schon wieder Punkte zum Verteilen? Das wäre natürlich nice. Das wäre natürlich sehr nice, wenn wir wieder Punkte zum Verteilen haben. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Doch, einen, oder? Oh. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder durchwurscheln. Blick ich jetzt gerade nicht durch. Meditation, Weltkarte, Inventar, Alchemie. Ach Leute, wenn man da hier mal durchblicken würde. Quests, Charakter, ja. Aber was genau können wir hier? Hund, Wölfe, Bestien, ja. Okay. Zusatzinhalte. Alternatives Aussehen, alternatives Aussehen, Bart und Frisuren, Elite-Armbrust, neuer finale Hieb-Animation. Ja, ist ja wunderbar. Und wie aktiviere ich die jetzt? Ihr Knallkappe. Ist doch zum Mäusemelken. Jetzt hängt das Spiel wieder. Jetzt wird er mir wahrscheinlich wieder den Stream killen hier. Ach so, doch nicht. Wir hätten nur einfach mal gerade. So. Gucken wir mal gerade durch, was wir hier überhaupt noch haben. Ein bisschen Knete haben wir noch auf Tasche. Ja, das mit diesen dämlichen verschiedenen Währungen hier, da wäre ich auch ganz geck hier jedes Mal. So, Nützliches. Da ist irgendwas Neues. Okay. Die können wir unseren Sattel schnallen, die wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Und das bringt uns auch nicht weiter. Da ist nichts Gutes dabei. Das kann man alles eigentlich wieder verticken.
So, Bücher, da gibt's auch nichts Neues. Da haben wir auch schon alles geguckt. Weltkarte, wir wissen Bescheid, wo wir sind. Hexenjagd empfohlene Stufe 5. Was sind wir denn für eine Stufe? Wir sind Stufe 4. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall immer noch eine Stufe. Eine Stufe brauchen wir noch. So, du kannst Waffen, Rüstung, Gerümpel in Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Ja, das mussten wir auch schon. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in deinem Lager lässt, legen, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, an denen du auf Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau nach den Kistensymbol. Fortfahren. Gut. So, hier war jetzt irgendwo was, wo Stress gab und wo ich dummerweise irgendwie trotz meiner ganzen Skills, die ich hier schon habe, die Situation nicht bereinigen konnte. Das heißt, wir müssen jetzt gezwungenermaßen die Alte erstmal im Stich lassen. Aber wir kommen Nicht so zurück. schnell, Plätze. Wer denn hier mal Mach hochkommt? langsam. Was jetzt, du Wildhund? Stück Dreck? Wie konnte er denn nochmal vom Pferd absteigen? Aha. So. Gut. Nehmen wir mal das Hundetalg mit. Sieht ja nicht sehr appetitlich aus. Den haben wir direkt gehäutet oder was? Und mein Gaul hat sich natürlich jetzt vom Acker gemacht. Ne, doch nicht. So. Verdammt nochmal, wo steckt man die verflixte Waffe hier weg? Ja, Bock jetzt hier nicht rum, sag mal lieber, wir die Waffe wieder wegstecken. Aha. Naja, sollst die ganz zurückstecken. Ja, wir reiten ja jetzt schon los. Ist ja gut. Nein, du sollst jetzt nicht wieder. Oh, ich was. Ich wahnsinnig, Leute. Er macht mich absolut wahnsinnig hier. Dieses. Genau das sollst du tun. Und jetzt kannst du wieder auf den Gaul steigen. Musst du so da vorne wieder absteigen, weil das auch irgendwas zum Einsammeln. Halt! So, komm. Nimm das jetzt.
Wir wollen erzählen, dass er das jetzt nicht nehmen kann, oder was? Doch, ich wollte das schon sagen. So, da vorne sind wieder irgendwelche Gegner. Kümmern wir uns erstmal um die. Was? Komm her! Zack. So schnell geht das. Nur nicht den Kopf verlieren. So. Ja, Ghule. Widerlich, was der hier alles mit sich rumschleppen muss. Ghoul-Augen. Hier haben wir noch ein bisschen Wolf irgendwas. Keine Ahnung. Was ist das? Wolfsbann. Ja. Können wir Wölfe mit bannen oder was? Halt die Schnurre, Gaul. Ist auch so hilfreich wie, keine Ahnung. So, da vorne wartet schon wieder ein Gegner auf uns. Das ist ja nicht zu fassen. Muss irgendwo ein Nest sein. Ja, das ist nur eine ordinäre Blumenwiese. Oh, wir werden gleich wieder Besuch kriegen, habe ich so das Gefühl. Ich würde ganz gerne den Kollegen da noch vom Baum runterholen. Der sieht nämlich so aus, als ob er noch lebt. Nee, doch nicht. Ach ja, da aktivierten wir ja den Hexersinn. Ja. Wir können ein Lager aufschlagen. Bei den Gebeinen dieser Toten können wir ein... Ey, Mocky, grüß dich. Entschuldigung, hab dich gar nicht reinkommen sehen. Ich war so auf diese hängenden, auf die Typen da am Baum fixiert. Die sich so hängen lassen hier. Ja, Mocky, what's up? Was geht? Wie geht's dir? Willkommen zu der Runde Hangman. Genau, so hätte ich den Streaming-Titel eigentlich nennen sollen. Hangman. Und so habe ich jetzt hier das blöde Feuer aufgemacht. Ah, hier gibt es Bücher. Interessant. Wenn ich mal wüsste, wie man die Jungs da runterholen könnte, aber ich krieg
Ja, mir geht natürlich, Moggy, mir geht immer gut, wenn ich zocke, weißt du doch. Vor allem, wenn ich zu Hause bin und mir keiner auf den Sack geht und mich ständig anruft und hey, übrigens kannst du mal und naja, lassen wir das. Die fühlen sich hängen, ja, natürlich fühlen die sich hängen gelassen, ne? Ist ja kein Wunder. Bei dem Wetter, dass die keiner vom Baum runterholt, ne? Keine Feuerwehr da und nix. Da wäre ich auch, würde ich mich auch hängen gelassen fühlen. So, jetzt ist mein Gaul verschwunden. Wo ist mein Gaul? Ach, wir können ja pfeifen, genau. Da ist er nämlich. Ja, ich weiß, dass ich eine Armbrust habe. Ich weiß bloß nicht, wie man die benutzt. Das Spiel jetzt das erste Mal seit, ich glaube, über einem Monat zum ersten Mal wieder angemacht. Und ich habe ehrlich gesagt, blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Da werde ich mich wohl erstmal hier durchfrickeln müssen. Aber ich sehe gerade, da unten ist ein Ort. Das ist Licht an. Dann wollen wir mal hoffen, dass da wenigstens noch ein paar Leute sind, die leben. Und die nichts gegen Hexe haben. Hunde-Petersilie. Ne, Hunds-Petersilie, okay. Nehmen wir mal ein bisschen Hunde-Petersilie mit. Machen wir uns gleich eine schöne P Pasta davon. Ich habe ja auch schon ein paar tote Hundeeingeweide gesammelt. Die kann man da, kann man schöne Hundespaghetti von machen. Ja, Mori, dann hast du aber was verpasst. Dann hast du aber was verpasst, wenn du das Game noch nicht kennst. Das ist doch der Importschlager aus Polen. Früher waren es Autoreifen, jetzt sind es Konsolentitel. So, da hängt noch mehr Petersilie. Der konnte auch mal springen. Ich weiß bloß nicht. Ah, da. So. Wenn uns jetzt einer fragt, wir sind ein ganz harmloser Kräutersammler. Ja, das kommt wirklich. Das ist war kein Witz. Das ist wirklich aus dem Studio aus Polen. Ich glaube CD Projekt oder so heißen die. Ich hege momentan noch bei BO2 West. Ich hege momentan noch bei. Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst wahrscheinlich Borderlands 2 oder meinst du Black Ops 2? Du hängst momentan noch bei BO2 fest, okay? Ja. Da kann ich leider nicht mehr mitreden. Ich habe ja keine Xbox 360 mehr. Bis zum Downgrade, im Dezember wird es noch eine ganze Weile dauern. Irgendwie kommt mir das hier sehr vertraut vor. Und die hatte ich ja sehr schöne Blumen im Garten, aber da kann man leider nichts mitnehmen von. Schade. Ich hänge. Ja, ich dachte mir das schon. Dass du das meinst. Das dachte ich mir schon. So, ist natürlich ein bisschen spät. Können wir jetzt überhaupt noch bei den Leuten klopfen? Ist ja schon nach 12 Uhr. Die werden mich wahrscheinlich für einen Geist halten, wenn ich jetzt an die Tür klopfe. So, was haben wir denn hier Schönes? Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eiche. Was aus Eichelmehl? Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich. Ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass.
Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Ja, dann bete mal weiter. Spack Ops 2. Ja, Spack Ops auf dem PC, okay? Ja, da bin ich komplett raus. Mori, da auf dem PC ist sowieso nicht mehr meine. Ist nicht mehr meine Plattform fürs Spielen. Da bin ich. Da zocke ich höchstens noch ein paar Emulator-Games. Was haben wir denn hier? Bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tode bisher keine Ruhe fanden. Hungrig, müde, verängstigte Geister. Bald werden sie unter uns wandeln, aber wir werden Masken schnitzen. Ach so, ja, bald ist ja wieder Halloween. Genau. Und sie mit Gesang, Gebet und guten Worten in die nächste Welt schicken. Ich schicke euch auch gleich in die nächste Welt, wenn ihr mich dabei damit so einem Schwachsinn hier langweilt. In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Das ist höchstens mein Schatten, der hier weit reicht. Ja, get wrecked, würde ich da mal sagen. Get wrecked? Get wrecked? In einsamen Wäldern, also hatten wir ja schon, an denen der Augen hat zu lesen. Neulich ist unser Falibor gestorben. Wir können ihn nicht würdig bestatten. Wir haben kein weißes Hemd im Haus und keinen Stoff für ein Leichen. Da wohnen ja eigentlich nur arme Menschen. Der eine kann seinen Kindern nichts zu essen geben, der andere kann seine Leichen nicht bestatten. Die haben keine Bretter, die haben keinen. Ja, wahrscheinlich nicht mal Nägel. Ja, wahrscheinlich nicht mal einen Hammer. Leute, verdammt nochmal. Gibt's hier keine Abo? Nie evil. Ja, Nastalovia, Alter. Ich kann zwar nicht lesen, was du da schreibst, das wird schon richtig sein. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der erhält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkuh verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Tja, Feldwebel Ardal. Ich bin heute zum ersten Mal seit 3 Jahren zur Schule gelaufen. Gibi! Kein Rad mehr in deiner großen Garage, Mocky, das kann doch nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Das verwundert mich jetzt aber. Ach, da ist aber noch einer. Hallo, Sie da, hallo. Kann ich mal mit Ihnen reden? Ja, ich hätte da mal so eine Frage. Boah, Alter, der hat die Motten, bloß weg. Ja, von den Huhnen werde ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen. Bleib schön weg. Bleib schön weg. Ja, die sind hier sehr gastfreundlich, man merkt das schon. Gott, was für eine Kaschemme hier. Was willst du? Ja, das will ich dir doch gerade sagen. Die haben ja alle die Motten, ey. Gottes Willen. Gibt's hier auch gesunde Menschen? Menschen, die der Sprache noch mächtig sind. Möglichst meiner Sprache. Ich mit meinen Punkten. Tja, 120 mit dem Fahrrad in der Innenstadt ist nicht drin, wohl, Mocky. Ja, schönen guten Tag, Fräulein. Ich glaube, die ist schon tot. So sieht die jedenfalls aus. Über was bin ich denn da jetzt gestolpert? Ach, da liegt was auf dem Boden, okay. Ein Junge. Hey du, Balk. Lümmel dich hier nicht auf dem Boden rum, ja? Naja, ihr müsst nicht aufstehen, ich bediene mich selber. Ist schon in Ordnung. Was haben wir denn hier Schönes? Machen wir das Licht mal aus. Zack. Ich hätte ganz gerne mal ein Buch. Ich glaube, ich hätte gerne ein Buch. Ja. Ich hätte gerne mal ein Buch zum Lesen. Mit Wörtern drin und so. Was haben wir denn da? Ein Zettel.
Eine größere Gruppe von Verrätern ist aus der kaiserlichen Armee desertiert. Ja, sehr gut, Jungs. Sehr gut. Ich hoffe, ihr schafft es. Tja, sieht nicht sehr vielversprechend aus hier. Der Ort, die werden uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen können. Sieht wirklich alles nicht so gut aus. Dann holen wir mal unseren Gaul. Ich habe ja jetzt ein E-Bike. Das ist so geil. Ja, okay, habe ich schon von gehört, dass es sowas geben soll. Bei uns führt das allerdings eher zu... Ey, Schudi, grüß dich. Zu Unfällen. Ja, Rex, schon fertig mit Streamen oder was? Kann doch gar nicht sein. Haben wir schon 8 Uhr? Oder wolltest du nur bis 18 Uhr machen? Ach stimmt, du wolltest nur bis 18 Uhr machen, wohl. Und dann später Black Ops. Ach Gottchen. Older Lady Killer Rex. So. Jetzt grab mal schnell noch eine zwirbeln. Der Weg zur Lunge muss geteert sein, damit der Tod nicht stolpert. So, also wir müssen irgendwo hin. Ja, wo müssen wir denn hin? Leute, wo müssen wir denn hin? Wir haben doch eine Karte. Schauen wir doch einfach mal da drauf. So, da oben ist der Galgenhügel. Da waren wir eben. Das waren die Typen, die sich so hängen haben lassen. Ein nicht erkundeter Ort. Noch ein nicht erkundeter Ort. Okay, da ist eine nicht erkundete Stadt. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wo war denn dieser große, goldene... Okay, da gibt es ein Anschlagbrett. Alles klar, ein Anschlagbrett. Viele unbekannte, nicht erkundete Orte. Ja, also eigentlich habe ich eh noch keine Lust, der blöden Hexe über den Weg zu laufen. Vor allem, weil wir noch nicht Level 5 sind. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir doch erstmal zu den nicht erkundeten Orten. Das ist natürlich jetzt die Frage, ich darf jetzt auf gar keinen Fall wieder diesen blöden Kneipenschlägern da begegnen. Für die bin ich nämlich leider noch nicht stark genug. So, wir markieren jetzt einfach mal den Ort da oben. Und dann reiten wir mal los. Achtung, ein Rabe im Sturzflug. Na, hier ist wieder der Wolf los. Mensch, Leute, lasst euch doch nicht so... Ey, hängt ja überall was. Ist ja die reinste Hangman-Gegend hier. Wow, 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 wow. Was haben wir denn hier? Hey ja, genau, hey ja. Tja, ich schätze, der Gaul, der will nicht darunter. Langsamer. Uns hier irgendwie an der Kante lang schleichen können, ohne dass die mitkriegen, dass wir da sind. Da unten ist ein Monsterlager. Leise, leise, hopsasa. So, jetzt müsste er doch wohl hier durchkommen, oder? Ja. Perfekt. Superb. Wir folgen einfach mal dem eingebauten Navi. Mal sehen, wo uns das hinführt. Ich glaube, die haben hier mehr Galgen in dem Ort als Einwohner. Das ist der Knaller. Oh, und unser Gaul hat keine Ausdauer mehr.
Okay, wo müssen wir jetzt hin? Genau, Plötze, nicht so schnell. Nicht so plötzlich, Plötze. Oh, das gefällt mir aber schon wieder gar nicht. Ah, Moment, halt, 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 halt. Ich glaube, das war hier ein Ort, da konnten wir noch gar nicht rein. Oder? Ich glaube, fast so war dem. Ein sorgloser Pfeifer. Ja, eine absolute Pfeife ist das. Okay. Zumindest haben wir schon mal einen Ort gefunden. Und hier gibt's auch Bier. Aber wir... Danke. Ist das jetzt der Ort, oder? Ich bin jetzt ein wenig konfus. Ein wenig verwirrt. Mal auf die Weltkarte schauen. Ja, das müsste der Ort sein, den wir markiert haben. Gut, dann steigen wir hier doch mal ab, schauen uns das mal an. Boah, game doch nicht so rum hier, Alter. Was haben wir denn hier? In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören, das kennen wir doch schon. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponta bringt. Wir sind zu fünft. Ich, meine Frau, drei Kinder und der Hund wahrscheinlich. Oder eine Ziege, wer weiß. Wir sind ruhig, weinen und schreien nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Ihr werdet schreien, wenn die ersten Monster kommen. Hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber okay. Die Getränke in der Taverne am Scheidenweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben, Tauschgeschäfte gibt es auch nicht. Nahrungsmittel ausgenommen, wenn das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen, okay. Ihr seid hiermit gewarnt, ja, das wussten wir auch schon. Und da steht wieder was in Russisch, was wir auch nicht lesen können. Oder in Französisch oder was das sein soll. Tja. Gibt nicht viel her, die Anschlagtafel. Ach ja. Die sind schon besoffen hier. Willst du dein Leben sinnvoll verbringen, dann musst du ins Wirtshaus gehen. Das ist richtig. Hier entweder nur am Gähnen oder am Lallen. Der kotzt sich gleich die Seele aus dem Leib. Wird einem ja richtig schlecht, ey, bei dem ganzen Gerülpse hier. Willkommen am Arsch der Welt. Hey, willkommen am Arsch der Welt. Ja, danke schön. Junge, du warst noch nie in Freudenberg. Soll ich mein Geld jetzt mal für Kronen rausschmeißen? Ich glaube nicht. Begrab mich mit einem Fass Bier in den Humpen. Jo, jo, und eine Puddel voll rum, Alter. Welcher war denn jetzt mein Gaul? Der hier wohl. Plötze, ja. Mach langsam. Plötze. Wie kann man ein Pferd nur Plötze nennen? So. Ja, in dieser verschimmelten Brotbüchse erfinden wir wahrscheinlich auch nichts. Und ich habe gerade gesehen, wir sind zu schwer anscheinend.
Wir haben zu viel bei uns. Das Schwert wollte ich jetzt eigentlich nicht zücken. Was wollte ich denn? Absteigen, genau. Muss da hier auch irgendwo einen Händler geben, bei dem man ein bisschen was loswerden kann. Ja, wo ist denn hier der Wirt? Junge, macht mich bloß nicht an, sonst gibt's Ärger hier. Hallo, Herr Wirt. Ach, der ist auch schon am Kotzen, der Wirt. Begrabt mich mit nem Fass Bier, nen Humpen in der Hand und singt. Ja, wie eben, gab's doch hier noch Bier, was soll denn das? Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Er starb besoffen, ja. Leute, wollt ihr mich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Ach, da ist der Wirt. Na, kleiner Back oder was? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Er wird zu trinken, wenn nicht. Wie kommt er zu seinem Namen? Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert, aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Tja, die Geschichte kann schon manchmal witzig sein, ne? Hat er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerier, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Genau. Der Baron von Krähenfels. Oder die rote Krähe oder so ein Schwachsinn. So, ja. Wo werde ich denn jetzt meine Sachen los? Verdammt nochmal. Ich hätte so gerne einen Händler. Warum gibt's hier keinen Händler? Babam, babam, Zoom. Nee. Ach, hier gibt's ja gar kein richtiges Zoom. Ich vergaß. Okay. Den Ort hätten wir erkundet. Sehr gesprächig sind die Suffköpfe ja hier auch nicht. Wobei es ja sonst immer heißt, Alkohol lockert die Zunge. Aber in dem Fall ist das wohl nicht so. Na komm, Jolly Jumper, dann reiten wir mal weiter. Ganz viele Monster. Das ist schlecht. Monster ist immer schlecht. Nein, ich habe jetzt keine Lust, mich mit euch zu balgen. Oh, das geht ja schon wieder richtig gut los hier. Ich bin gleich schon wieder tot. Die Haut ab!
Da haben wir sie alle niedergemacht. Ja. Da bringt mir das eigentlich gar nichts. Weil ich nicht weiß, wo ich das ganze Zeug hinschleppen soll. Oder wie ich wieder loswerde, besser gesagt. So, wir haben noch drei Figuren platt gemacht. Wo ist denn der dritte? Wo habe ich denn den dritten abgelegt? Da lag was. Ja, Zutaten. Okay. Ja, wie werden wir jetzt... Ah, Moment, halt, da lag doch noch. Okay. Hier war doch noch ein dritter, oder nicht? Ah ja, da ist er. Rasiermesser und stumpfes Beil. Weißt du, das stumpfe Beil kannst du behalten. Wir wollen ja mal nett so sein. Barren. Haste. Okay. Oh Leute, jetzt kommen wieder diese geilen Lichteffekte, für die ich dieses Spiel so unglaublich feier. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch wirklich sehen und genießen. Das ist einfach so geil. Einfach sowas von genial. Ach ja, geht auch nichts über gute Schnetzelei. Zum Sonnenaufgang, ne? So als kleiner Frühsporteinlage. So, das war wahrscheinlich auch der Ort, den wir jetzt erkunden wollten. Den können wir jetzt wieder wegstecken, den Prügel. Okay. Wieder ein Ort mehr erkundet. Gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Ort. Ja, hey ja. Oh Gott, ich werde mich nie daran gewöhnen, ey. Diese Gaulsteuerung, die war aber... Oh, Moment, da rennt auch einer. Da rennt doch einer. Jep. Haben wir doch einen ausgelassen von den Banditen. Ach nee, das sind diese... Aha, ich bin schneller als du. Uff, die Imme. Und da waren sie tot. Ach ja, immer diese Gewalt. Das ist doch furchtbar. Ich will das ja eigentlich gar nicht tun, aber warum zwingt ihr mich dazu? Diese furchtbare Gewalt. So. Nein, du sollst jetzt das Schwert aus der Hand legen, Junge. Wir gehen jetzt einen friedlichen Weg. Wer es glaubt, wird selig. So. Da unten ist der nächste Ort. Was haben wir denn da? Schleicht doch schon wieder irgendwer durch die Gegend. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Was ist das? Gollum und sein Schatz wahrscheinlich. Oh, what the fuck? Was ist das denn? Oh, das ist nicht so gut. Ich glaube, der hat ist uns über. Was? Donner nimmt Neulinge bei DayZ aus. Ja, das ist wieder... Das ist Donner, ne? Ich kann ja diesen DayZ nichts abgewinnen, irgendwie. Schon allein die Grafik, die ödet mich so an. Verdammt nochmal, hat uns dieses Vieh doch gerade tatsächlich mit einem Schlag platt gemacht. Da haben wir wohl nichts viel zu melden. Den Ort, den sollten wir erstmal meiden.
Lässt ihn nur noch mit Socken rumlaufen, wenn er fertig ist. Ne, die Socken klaut er ihm wahrscheinlich auch noch, Rex. Die zieht die wahrscheinlich bis auf die Unterhose aus. Wenn er schlau ist. Ausweichen ist üblicherweise die beste. Ach nee, was du nicht sagst. Pariere ihre Angriffe mit deinem Schwert. Ja, wenn ich noch wüsste, wie das verdammte Parieren ging. Das habe ich nämlich auch wieder vergessen. Das habe ich vergessen, du. Außerdem, was haben denn willische Neulinge bei DayZ überhaupt noch bei sich, außer Socken, ne? Die haben ja erstmal nur Socken, wenn die da ankommen. Und eine naive Vorstellung vom Leben wahrscheinlich. Jetzt sind wir schon wieder in dieser Besowski-Bar hier. Ja, ich hätte auch gern ein Fass Bier, du. Singt, singt, meine Freunde, singt. Das bist du schon blau? Nee, ich bin erst 17. So. Müssen wir das Ganze natürlich nochmal von vorn machen. Einschließlich Banditenlager. Aber, um dem Ganzen vielleicht ein wenig mehr abzutrotzen, sollten wir jetzt vielleicht doch mal. Durchs Tutorial uns noch mal ein wenig bewegen. Interagieren, Kampf. Abrollen, Adrenalinpunkte, Ausdauer, Ausweichen, Gaswolken, Konter. Drücke mit LT, um einen Gegenangriff. Alles klar. Vor dem Angriff deines Gegners LT, um einen Gegenangriff auszuführen. Parieren. Okay. Schneller Angriff. Ah ja, genau, stimmt, genau. Y für einen starken Angriff und X für einen schnellen, alles klar. Und ich glaube, hier konnte man auch variieren. Temporäre Effekte, Ziele auswählen, ja gut. Das soll uns jetzt erstmal reichen. Ich bin ein Jäger, der zieht von Ort zu Ort und frönt seinem blutigen Sport. So, wo müssen wir jetzt wieder hin? Ich habe hier überhaupt gar keine Nullorientierung. Das ist zum Kotzen. Müssen wir rüber. Warum zeigt denn der grüne Pfeil woanders hin? Du Gaul. Ja, hot. Oh Gott, hier ist schon wieder irgendwo ein Gegner. Ich hänge. Warum hänge ich? Wahrscheinlich, weil hier in dem scheiß Land jeder hängt, wenn er nicht aufpasst. Sag mal, Meister, gibt's hier keinen Lift oder sowas? Also irgendwie war das bei Metal Gear ein bisschen angenehmer. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Ich weiß zwar nicht, warum er das jetzt so. Ich habe das doch markiert, Leute. Was soll denn der Schwachsinn? So. Genau hier wollen wir hin. Absteigen. Da sind auch schon unsere Freunde. Ich glaube, für die brauchte ich das andere Schwert. Genau. Das brauchten wir, glaube ich. Ne, jetzt haben wir das Silberschwert. Das brauchten die Stahlwaffe, genau. Dein Tag.
Keine Beleidigung bitte, ja? Sonst gibt's einen hinter den Ohren. So, haben diese Rabauken jetzt nichts bei sich oder was? Oh, ein Anfänger-Waffen-Reparaturset. Das ist natürlich gut. Den Knüppel kann er behalten. Leinen, sehr gut. Ups, Entschuldigung, ich wollte deine Körperteile hier nicht durch die Gegend treten. Noch ein Reparaturset. Wunderbar, das kann man gut gebrauchen. Was gab's denn hier sonst noch so? Runenstein nehmen wir mit. Alkohol. Was ist Alkohol? Alkohest. Das ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie Alkopop. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Herausgerissene Seite nehmen wir mit. Zwergenschnaps brauchen wir nicht. Roggenschnaps brauchen wir auch nicht. Dorisches Schwert, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Uff, was man hier alles mitnehmen muss. Den nehmen wir auch mit. Und hier war noch irgendwo Salbe. Genau. Das war's, glaube ich. Mehr hatten die ja hier, glaube ich, nicht in dem Nest. Ich muss dringend zu einem Händler. Den ganzen Krempel mal loswerden. Vor allem braucht er mal neue Klamotten, ey. Der sieht ja aus, ey, wie Hans Zunft. Wie von der Bartenzunft. So. Fährt zu mir. Amelo, du Scheißgaul. Ach, verdammt, der bringt schon wieder Ärger mit sich, oder was? Nee, doch nicht. So, das hätten wir. Tja. Wollen wir jetzt zum Monster oder wollen wir nicht zum Monster? Ah, ich glaube, da warten wir lieber noch ein bisschen stärker sind. Wo ist denn hier in der Nähe noch was zu erkunden sonst? Auf die Insel müssen wir jetzt erstmal auch nicht. Da hinten waren wir schon. Was ist denn hier? Auch ein nicht erkundeter Ort. Okay. Hier liegt noch irgendwas am Hafen. Der Stadt waren wir schon. Da ist noch was. Gott, das Ding ist so riesig, ey. Da kriege ich eine Gänsehaut. Ah ja, hier geht dann gleich die Hauptquest, Hexenjagd, weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Außerdem haben wir noch den blutigen Baron auf der... Ah, da ist unser Lager. Da ist unser Lager. Dort kriegen wir ein Beckslager, oder wie das heißt. So, dann markieren wir das mal. Dann kann ich mich mal ein paar Sachen loswerden, die ich nicht brauche. Nicht unbedingt. Kann man da auch eine Schnellreise machen? Ja... Setzen wir erstmal eine Markierung hier hin. Und sehen mal zu, dass wir aus diesem Wald rauskommen. Bevor es uns hier gleich doch noch vom Hocker haut. So. Und ich meine mich zu erinnern, dass man an diesen Dingern hier Schnellreise machen kann. Kann man auch. Super. So können wir nämlich direkt in die große Stadt. Ne, können wir nicht. Wieso? Wieso können wir jetzt hier nicht? Hä? Wieso kann ich denn hier jetzt nicht hinreisen, Leute? Was soll denn? Den Ort habe ich doch besucht. Warum zum Kuckuck kann ich denn dann nicht hier hinreisen? Da kann ich hinreisen. Ja, hier noch gar nicht, oder was? Krümelkacke. Aber da können wir nach Heidenfelde. Nach Heidenfelde können wir reisen. Ja, machen wir mal. Schnellreise nach Heidenfelde. Unter Wasser kannst du nicht kämpfen. Kein Zeichen wirken. Aha. Aber du kannst die Armbrust einsetzen. Das ist natürlich toll. So, jetzt sind wir in Heidenfelde.
Wir brauchen irgendwas, um uns mal zu revitalisieren. So. Mit Runensteinen kannst du deine Waffen aufwerten. Ja, ich weiß. Das weiß ich sogar noch. Stell dir mal vor. So, was haben wir denn hier Leckeres? Geisteröl. Ach ja, das ist fürs Schwert. Donner. Donner und Doria. Donner Casanova. Ja, haben wir denn nichts mal um die Energie hier? Ja, Rohes Fleisch wollte ich jetzt eigentlich nicht futtern. Haben wir denn gar nichts, um uns hier mal ein bisschen... Doch, hier haben wir doch was. So, was ist das denn? Alkotest. Wird für alchemistische Zubereitung. Bla bla bla. Was ist das? Ghoulblut. Ja, wenn ich jetzt mal noch das Rezept hätte für... Genau, wir gehen jetzt mal auf Alchemie und dann gucken wir mal, können wir nicht. Wo ist denn hier Alchemie? Da. Wir hatten doch hier irgendwo ein Rezept für Gesundheitstränke. Vielleicht kann ich ja hier gerade schnell was zusammenköcheln. Blendet Gegner im Explosionsrad. Ja, das interessiert uns jetzt nicht. Du besitzt diesen Gegenstand bereits. Schwalbe. Beschleunigt die Regeneration deiner Vitalität. Wenn Schaden erlitten wurde, setzt die Regeneration der Vitalität. Ja. Ach, Leute. Ich weiß, dass ich das schon besitze. Ich würde nur gern mehr davon besitzen. Ihr Knallköpfe. Öle. Verfluchte Öle. Ja, toll. Weißer Honig, Katze. Teile fehlen. Ja, ich merke, dass da Teile fehlen. Was fehlt denn da? Die Wasseressenz, okay. Oh, alles klar. Ermöglicht das Sehen in totaler Finsternis. Cool. So. Okay, ja, also wir können keine Heiltränke selbst erstellen. Das heißt, wir müssen jetzt entweder eine Runde meditieren, um uns selbst wieder irgendwie auf Vordermann zu bringen. Was ist denn jetzt hier los? Ach ne, das ist normal. Ich dachte, jetzt werden die Texturen hier wieder am Buffern. Okay, wir sind in... Wo auch immer wir sind. Ich hab's wieder vergessen, Heidenfelde oder irgendwie so. So, da ist unser Gaul. Und wir... Gott, ist ja wieder ein unangenehmes Wetter. Da draußen, hier drinnen. Wir reiten dann jetzt mal los. Und auf dem Weg dahin können wir ja eigentlich auch mal noch schnell ein paar Orte besuchen. So. Was jetzt, du Stück Dreck? Nein, ihr zielt hier nirgendwo hin. Oh, verdammt, ach, das war der, das war der unbekannte Ort, alles klar. Oh, das sind aber eine ganze Menge, und die haben Bögen, das ist nicht gut. Muss ich mich hier mal hinterm Haus verstecken. Na, komm her, du Pfeife. Springen, Hexersinn, Pferd rufen, Stahlwaffe, ja. Irgendwo konnte ich ja auch zaubern. Weißt du was? Verdammt. Oh.
Vaterlieb. Scheiße. Mann, Leute, was soll denn das, ey? Aggro oder was? Puh. So, Strickleitern. Okay, kann man bestimmt gebrauchen. Lena Langschwert kann aber halten. Davon habe ich bestimmt 20 Stück. Becher. Okay, ich brauche keinen Becher. Was hat der? Ein Wolfsfell. Oh, das könnte sogar noch was einbringen. So, hier haben wir Kohle. Ein Lederstück. Ein Schema für eine Jägerhose. Ein Manuskript. Und ein nilfgaardisches Langschwert. Habe ich schon ein nilfgaardisches Langschwert in meiner Sammlung? Aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Und da ist ein Feuer. Da können wir uns, glaube ich, was zu essen machen. Hoffe ich mal. Nee, so hatte ich das jetzt eigentlich nicht im Sinn. Jetzt hat er rohes Fleisch gegessen. Nee, das bringt nichts. Also, das Feuer ist anscheinend doch nett gedacht dafür. Gehen wir mal in die Hütte rein, mal schauen, wie es da drinnen aussieht. Oh ja, hier scheint einiges. Wasserflasche nehmen wir mit. Hier scheint eines erstmal Licht aus. So, gehärtetes Leder nehmen wir mit. Schweinehaut nehmen wir mit. Noch eine Wasserflasche. Nee, ich brauche keine Wasserflaschen mehr, Leute. Was soll ich denn mit so viel Wasserflaschen? So, hier noch irgendwas. Ah, kann ich auch mal wieder Licht ausmachen, Licht ausmachen. Okay, doch nicht so viel, wie ich dachte. Schade. Da haben die eine ganze Bücherkiste, ey. Da müsste man eigentlich mal Bücher mitnehmen können. Was soll das, Leute? Finde ich nicht gut. Da habe ich euch schon einen ehrenvollen Kampf geliefert. Jetzt kann ich mich hier nicht mal ausruhen. Okay. Mal schauen, ob wir uns auf jeden Fall mit Hilfe von starkem Alkohol wurden alchemistische Objekte aufgefüllt, okay? Bum, bum, bum. Müsste ja eigentlich... Jawohl, wir haben wieder volle Power. Jetzt kann es weitergehen. Und wir haben auch wieder Schwalbe. Gibt wahrscheinlich nur wieder rote Karten, wenn ich Schwalben mache. So. Das hier kann ich auch nichts machen. Wo ist der Gaul? Ach, da bist du. Sagt nichts. So. Und wir setzen unseren Weg fort in die große Stadt. Nächster Halt, ein weiterer unbekannter Ort. Ja, was denn, was denn? Zick hier nicht rum, du Gaul, ey. Tausche ich dich demnächst gegen D-Walker ein. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, Leute, ich habe hier überhaupt gar keine Orientierung. Okay. Ja, ist das jetzt hier die Straße oder die nächste? Ah. Okay. Monsternest. Bei Monster nehmen wir ein Silberschwert. Bist du hässlich? Echt, ey, du bist so hässlich. Dafür muss ich dir jetzt auf die Birne hauen. Was denn jetzt? Wollt ihr jetzt kämpfen oder nicht?
rumpst aber der Kopf ab. Hat noch nicht mal Gegenstände für mich. Frechheit. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, ich glaube, wir müssen es wohl zerstören. Auf Feuer nehmen wir noch alles, was hier drin ist. Monsternester. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du eine Karätsche, Sanum oder die Bombe tanzender Stern. Begib dich in die Nähe eines Nests und drücke A, um es hochzujagen. Okay. Du hast nicht die richtige Bombe. Ja, wie bauen wir denn die Bombe? Lasst uns doch gerade meine Bombe bauen. So. Haben wir denn ein Rezept für diese komische Bombe? Karätsche. Was fehlt uns denn für die Karätsche? Calcium, okay. Ja, gut. Calcium, alles klar. Ja, willkommen zurück, Leute. Musste kurz Hausaufgaben machen. Ja, Mocky, das ist wichtig, dass man seine Hausaufgaben macht. Das ist wichtig. So. Statt hier zu quatschen, sollte ich mich jetzt vielleicht mal auf die Bombe konzentrieren. Blendet Gegner in Explosion, zerstört Monsternester. Ja, wir haben's doch. Also, warum? Verdammt nochmal. Achso, nee, wir mussten es erst herstellen, alles klar. Jetzt können wir es zerstören. Bye bye, Monsternest. Oh, scheiße. Fuck. Damit hatte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Mit dem jetzt hier auch nicht. Komm schon. Bist du tot? Ich hoffe jetzt einfach mal, er ist tot. So. Ja, Monsternest hätten wir eliminiert. Ich jetzt noch irgendwas nehmen, ja? Oder nicht? Na, sieht fast so aus, als könnte ich es nicht. Schade. Da ist aber noch was. Rubin! Oh, wir lieben Rubine. Wir lieben Rubine. Wir wollen Rubine haben. Gib mir mehr Rubine. Tja. Ich fürchte fast. Das war es dann auch schon. Aktion, Reaktion. Was? Bomben haben. Ja, ich weiß. Nur das sah erst so aus, als würden die gar nicht erst großartig hochgehen. Sondern einfach. Ja, und hör auf, mein Vegeta-Facepalm hier nachzumachen. Ja, den darf nur ich machen. Sonst kommt dich demnächst Vegeta mal besuchen, Digga. Ich dachte einfach, die würde jetzt nicht explodieren. Es sah aus, als würde die nur brennen, einfach. Aber halb so wild. Wir können ja mal eine Runde meditieren drüber und dann geht's uns wieder gut. Da vorne ist noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Ach Gott, gibt's hier eigentlich auch mal gutes Wetter, Leute? Ich glaube, das Spiel, das orientiert sich hier an den Wetterdaten bei uns hier im Ort. Garantiert. So. Wurscht. Blutwurscht. Was haben wir denn hier noch? Ein Monsterzahn, eine Monsterklaue, ein Schädel, goldener Ring. Gut, hatte ich doch nochmal nachgeguckt. Da und Chininpanzer. Sehr gut. Sehr gut. Wir mögen das. Nur den Gaul, den mögen wir nicht. Sag ich da nur. LOL, ja. Wir brauchen einen LOL-Emote, ich weiß. Ich sage dazu nur viel Glück. Sage ich. So. In die große Stadt, da soll es gehen. Zu Weib und Herd und tralala. So, machen wir mal hier einen Wegpunkt hin. Da müssen wir ungefähr wissen. Ach, da vorne sieht man die Stadt ja schon. So, aber wir müssen wahrscheinlich über eine Brücke.
Wie das ja früher so üblich war, ne? Ja, Himmel, Herrschaftszeiten. Noch mehr Kräuter. Noch mehr Blumen. Und wir haben 10 zu... Ne, jetzt haben wir wieder 9. Eben hatten wir gerade 10 Zuschauer. Hey. Ich habe fast meinen Tagesrekord wieder erreicht. Laufplätze. Lauf, du blöder Gaul. Kann man einem Pferd so einen Namen... Ach nee, jetzt sagt mir, dass die Brücke kaputt ist. Ey, ich raste hier aus. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Wozu bitteschön baut ihr hier eine Stadt, Leute? Wenn hier... Ach, das war die falsche Brücke, okay. Alles klar. Alles klar. Dann gehen wir mal davon aus, dass die richtige Brücke einfach ein paar Meter weiter ist. Kannst dein Eselnetz zu AMG einschicken und einen VR. Nee, ich glaube, Mercedes baut nichts mehr in dieser Größenordnung. Es gibt einfach keinen mehr, der mit den Tuning-Teilen irgendwie zurechtkommt bei sowas. Komm schon, Plätze. Oh. Was ist das? Ein Röslein auf der Heide. Nehmen wir mit. So, die scheint ganz zu sein. Da kommen wir rüber. Ja, der kann schon Gas geben, wenn er will. Nur meistens bockt er halt rum, ey. So. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Boah, das ist ja eine schwierige Frage. Ja, Leute, wie seht ihr das, ne? Soll er sein Weib einmal die Woche schlagen oder öfters? Manchmal, ja wirklich manchmal, haben Typen wie du was in die Fresse verdient. Immer, ja wirklich immer. Weißt du was, ich steig gleich hier von meinem Gaul runter und verpasst dir eine, wenn du mir nochmal so eine Frage stellst, Junge. Wer bist du? Zeig mir deine Waren. Wer ist hier der Chef? Was ist deine Aufgabe? Lass uns Wildschweine jagen. Eine Gans! Aber leider keinen, die goldene Eier legt. Okay. Orientieren. Fokussieren. Ne, dreimal im Monat. Okay, Mogi, wir halten uns jetzt einfach mal da dran, weil die wird es ja wahrscheinlich wissen. Wo ist meine Kiste? Ich glaube, ich habe was auf den Ohren, ey. Die hören sich so komisch an hier. Leute, wo geht denn hier rauf? Wo geht's denn hier rauf? Ich würde ganz gern zu meiner Kiste. Zu dem großen Gebäude da. Da müssen wir hoch. Aber wie? Wie kommt man da hoch? Blöder Gaul, ich sollte dich in den Arsch treten. Aha, okay. Ah, ich hab da so eine Ahnung. Dass ich da nicht weiterkomme. Nein. So nicht. So schon mal gar nicht. So fangen wir uns jetzt gar nicht an. Spring? Verdammter Hexer. So. Ach, wisst ihr was? Das ist mir jetzt Pillepalle, Leute. Ich bin ja ein Hexer. Ich komme überall dahin. Oder auch nicht. Wow. Mama. Mein Gott, der muss da irgendwo reingehen. Muss ich jetzt echt einmal um die bescheuerte Burg latschen? Das ist nämlich diese Hexerburg hier. Garantiert.
ist garantiert, ja, toll. Wir verließen sie dann wieder. Ah, das ist doch lame, ey. Das ist doch echt lame. Ja, sliden, sliden. Ich will nicht nass werden, Leute. Das geht mal gar nicht. Das geht nicht so. So. Dann machen wir mal einfach so. Dann gehen wir mal von der anderen Seite rum. Vielleicht klappt das ja. Ach ja, hier der Bauer. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Proviant. Ne, aber ich schlachte dich jetzt gleich mal. Spring dir mit nacktem Arsch ins Gesicht, du. Frauenschläger, du. Ach Leute, muss doch einen Weg geben zu dieser blöden Burg da hoch. Noch nicht angehen hier. Echt. Was für ein blödes Drecksnest ist denn das hier? Dreckshausen oder was? Da ist auch schon wieder Schluss. Ja, weißt du was? Und da vorne haben wir hier irgendwie Besuch. Schlechte Idee. Was? Hurensohn hat. Hast du gerade Hurensohn zu mir gesagt? Komm her, komm her. Ja, komm. Schlag schon zu. Töte ihn, verdammt. Reihe bilden. Beschädigte Gegenstand, okay. Alles klar. Ah. Hier können wir her. Sehr gut. Der hat sogar ein bisschen Geld für uns. Langschwert kannst du behalten. Dann kannst du den Popo schieben. So, Kronen. Wir wollen auf jeden Fall Kronen haben. Denn nur von Kronen kann man hier wohnen. So, okay. Wir müssen was reparieren. Das machen wir natürlich ganz easy mit dem Anfänger-Reparatur-Set. Weil wir sind ja noch nicht besonders gut im Reparieren. So. Repariert, repariert. Was ist das? Gesellen-Waffen-Reparatur-Set. Muss ich überhaupt mal gucken, wie ist denn der Status unserer Waffen hier? Okay. Hier scheint, das scheint in Ordnung. Das müssen wir noch reparieren. Ja, jetzt müsste es eigentlich komplett repariert sein. Ja, jetzt ist es wieder vollkommen in Ordnung, funktionstüchtig. Hätte er eine G-Klasse, könnte er hochfahren, ja. Ja, ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Ich bräuchte einfach mal ein besseres Navi, das ist das Problem. So ein TomTom oder sowas. So, wir haben einen kleinen Stribok-Runenstein. Wird in einer freien Anfassung eines Schwertes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. 2% auf Taumeln, okay. Wo können wir das denn? Alles klar. Können es nur in einem einbauen. Da haben wir es jetzt eingebaut. So, haben wir denn inzwischen hier ein Schwert, was besser ist als meins? Natürlich nicht. Dann hoffe ich mal, dass es hier irgendwo mal ein Händler... Ach ne, wir wollten ja, genau. Wir wollten ja hoch zum Schloss und da unser Zeug zu lagern. Weil ein Händler zu finden, scheint im Moment ja ziemlich aussichtslos. Was ist das denn? Vermisst. Tamara Stranger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Jetzt fehlt nur noch, dass er steht, tot oder lebendig. Na schön. Wir wissen zumindest mal, wem diese Burg hier gehört. Nein, ich lasse euch jetzt nicht. Aber ihr lasst mich jetzt mal. Halt! Wer ist... Ja, ich bin's.
Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Gut, wenn ihr mich hier nicht reinlassen wollt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Oh. Okay, also ich kann sie anscheinend nicht beeinflussen, wie es aussieht. Ach, das ist gar nicht die Anzeige für das Gewicht, das ist die Anzeige bis zum nächsten Missionsziel. Nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Reden wir mal mit dem Bauer. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Ich bin zu alt zum Rennen. Kannst du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Nein, aber ich könnte mir aus deinem toten Schädel einen Trinkkrug machen. Aus deinen Haaren mache ich mir Zahnseide. Und aus deinen Ohren eine Kette. Ich sammle Ohren. Oh mein Gott, jetzt weiß es die ganze Welt. Mein Hobby. Mein tiefstes, dunkelstes Geheimnis. Ich sammle Ohren. So, kennst du die Gegend? Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest... Ich mach dir das bescheidene Angebot, dich am Leben zu lassen, zeigen. Du Penner. Tja. Ich könnte ihn auch beeinflussen, aber... bezahlen. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, stimmt. Als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann! Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Oh nee, schon wieder eine Höhle. Wo genau ist der Schrein? Muss das sein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Also, Brücke rechts, wieder rechts. Wieder rechts, das finde ich. Danke. Okay, hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass das hier auch was zu was führt. Den Gaul lassen wir jetzt mal, wo er ist. Rechts. Und dann wieder rechts. Den Hügel hinauf. Zum Schrein. Okay. Ich vielleicht doch den Gaul nehmen sollen. Ich gewusst hätte, dass das so lang dauert.
Wo müssen wir jetzt hin? Ach du Heiliger, mein Vater. Ja, Arsch oder was? Ich bin noch nicht dran, heute Messner. Wo ist denn unser Gaul? Schneller. Und ich weiß ja, wo der Schrein ist. Sind garantiert auch Monster. So, hier haben die Dorfbewohner den. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Den Schrein. Wo ist denn unser? Finde die Höhle, die unter Krähennest führt. Ja. Da ist es. Ich muss wohl schwimmen. Ja, wo ist es? Schon wieder Wasser, ne? Ich hasse Wasser. Gehst du jetzt mal hoch, du Schlumpf, du. Teilweise sind die echt, also ich merke das auch bei Metal Gear, die sind hier teilweise sowas von gehandicapt, wenn du irgendwo eine kleine Ecke oder eine Klippe oder so ein Scheiß da, kannst du den Gaul nicht aufrüsten, ja, garantiert, aber ich habe mal rausgefunden, wie. So. Springen. Ich jetzt mal wüsste. Jetzt mal wüsste. Oh, ne, oder? Oh, ne, schon wieder der. Piss dich, du Mistvieh. Herrlich, ganz toll. So, wir können hier Pilze einsammeln. Und Smaragde. Zerriebene Perlen. Das ist ja die ganze Schatzkammer hier. Ich glaube, hier sollten wir uns mal was genauer umsehen. Allerdings hätte ich ganz gern meine Fackel. Wir hatten doch irgendwo eine Fackel im Inventar. Oder irre ich mich da? Bin ich irgendwo eine Fackel oder verwechsel ich das jetzt wieder mit Tomb Raider? Nee, wir haben eine Fackel. Im Inventar haben wir eine Fackel. Aber wie setze ich diese verdammte Fackel jetzt ein? So. Nee, ablegen wollen wir die ja gar nicht. Wir wollen die anmachen. Ablegen will ich die ja gar nicht. Taschen. Zoom-Güter. Ach, Leute, wo verdammt nochmal macht man denn die verdammte Fackel an? Ah. Ah. Wer sucht, der wird irgendwann noch was finden. Gut. Steck mal dein Brotmesser da wieder weg. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach. Ist doch wirklich zum Heulen.
Ah. So. Ha, Kiste. Sehr gut. Kleiner Dazo, Dasbock, Runenstein, alles klar. Whatever, man, whatever. Da ist noch eine Kiste. Ja, Heidewitzka. Jetzt wird's aber interessant. Und einen Erfolg freigeschaltet. Trankmeister, ja, super. Ja, ich kann trinken wie ein Weltmeister, du. So. Okay. Also irgendwo muss es jetzt hier... Ach, ich hasse solche Höhlen. Ich hasse sie. Ah ja, hier geht's hoch. Gut. Das ist doch schon sehr hilfreich. Hier ist eine Kiste mit Öl, die hat mit Leder und Leinen. Alles wunderschöne Sachen, die man alle irgendwo verticken kann. Sobald man mal rausgefunden hat. Okay, muss da mal weg, Rexy ruft. Okay, Mocky, mach's gut. Bis dir demnächst, schön, dass du da warst. Grüß den Rex. Ah, ich komme wahrscheinlich später eh wieder vorbei. Aber grüßen trotzdem. Sobald ich hier diese Storyline abgeschlossen habe, werde ich dann, glaube ich, auch erstmal Schluss machen. Das war jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal. Licht. Ich bin fast da. Außerdem hasse ich Höhlen. Ja, das wird auch Zeit, dass wir hier bald mal da sind. So. Ein Brunnen. Ich komme jetzt. Komm jetzt hier oben raus und dann kommen wahrscheinlich gleich die Wachen und so. Ey, was machst du hier, Alter? Mach die Fackel aus. Ha! Und da beginnt auch schon gleich die erste Sequenz. Ich hab so eine Ahnung, was jetzt für eine Sequenz kommt. In Vysima. Nee, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Tja, da werden wir jetzt erstmal die Kinnlade runterklappen. Verfechter der Unterdrückten, sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich kann dich auch gleich mal ausweiten, du. Ich bin kein Auftragsschläger. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Da kannst du aber einen drauf lassen. Mhm. Dann rede. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Ich habe auch noch nicht entschieden, ob ich dir jetzt deinen fetten Wanst aufschneiden soll oder nicht. Ach ja, dass Dicker auch immer so stur sein müssen. So. Für zu Hause. Sowieso. Ich klaue dir jetzt erstmal gleich ein paar Bücher. So, wo ist der verdammte Wodka? Wodka, Wodka! Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen. Sehr gerne. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Ha! Da kennt er nix.
Runter mit der Plürre. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Nein. Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Und aufgehängte Menschen. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Ja, das ist unsere Ciri. Der kleine Wildfang. Die kleine Ciri. Kämpft sich mal eben durch einen Sumpf voller Monster. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Jo. Autsch, das muss wehgetan haben. Na klar, die steht einfach wieder so auf, voll. Natürlich. Ach nee, oder jetzt muss ich auch noch mit der spielen, oder was? Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und du kannst keine Zeichen wirken. Ach, das ist ja super. Jetzt müssen wir auch mal als Ciri spielen. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ja. Du sagst es. Aber wohin? Okay, wir haben irgendwen von den Wölfen gerettet. Ja, da oben sitzt er. Er oder sie. Kannst wieder runterkommen. Ah, sieht doch mehr nach dem Er aus. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Ist doch nur sie. Oh Gottchen, was für eine süße Nase. Ja, ich auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Er war schrecklich fürchterlich.
Keine Angst. Was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Mann, hau schon ab, du Saftsack. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Genau. Da könnte nämlich Zeichen wirken. Massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh oh. Das ist nicht gut. Sollten die Geschichten etwa wahr sein? Schau mal, da ist etwas. Bleib hier. Alter. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Das ist der Vater, ja. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum sitzt du in seinem Bauch? Lecker. Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Würdest du mal bitte nach deinen Schnürsenkeln sehen? Ja, fassen wir zusammen, Watson. Den Wolf riesiger Wolf. Ist wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Ja, den ganz bösen Unfall. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem du bist Vater? Klug? Nein, von Google. Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Onkel Google. Jetzt lauft er nicht gleich wieder weg. Ich muss erst das Blöde. Achso, wir müssen erst Hunde Petersilie suchen.
Auch das noch. Ich hasse es. Die Sammlerei macht mich wahnsinnig. Das war jedenfalls keine. Das war auch keine. Ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Was du nicht sagst. Wo finde ich denn jetzt diese blöde Hundspetersilie? Gott, ist das ärgerlich. Wenn ich jetzt mit dem Mädel weiter latsche, dann latschen wir direkt in Richtung von dem Wolfskönig, garantiert. Rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Kümmern wir uns jetzt mal lieber um die Zutaten als um den Wolfskönig, sonst. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Ah, da vorne ist, glaube ich, Hundspetersilie, ja. Eine haben wir schon. Und da steht noch eine. Gut. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Genau. Ein verträumtes, kleines, anheimelndes Plätzchen, wo wir Öl herstellen können. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Okay. Mensch, kurze, lauf doch nicht so schnell vor. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Oh, nicht schon wieder eine Höhle.
finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Sie ist ja auch die Tochter eines Hexers. Mal schauen, ob sich das auszahlt. Wenn wir jetzt gegen dieses Monstrum kämpfen. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Den hätten wir wohl erstmal auf Eis gelegt. Das war aber wirklich leichter, als ich dachte. So was habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Besser ist das. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Tja, da hatte ich ja wirklich erwartet, dass der sich ein bisschen mehr wehren würde. Der Werwolf. Nur seht euch das an, da sind die aber ordentlich am Tafeln, ey. Meine Herren. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Geredet werden sie wohl haben. Denke ich mal. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Ja, was gehen sie auch aus der Burg raus? Selbst schuld. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß.
Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Na schön. Und wenn du mich verarschst, dann reiße ich dir deinen fetten Wanst auf. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Die haben eine Ausdrucksweise hier. Unfassbar. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse Junge, diskutier doch nicht mit dem Hexer. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus.
Als ob man auf so einem Gemälde glücklich aussehen könnte. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Oh, mir schwan Schlimmes. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Kleiner Pisser. Pass auf, dass ich dich nicht gleich umhaue, Kollege. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Den Augen. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht aber ich. War ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach Amulett fragen. Wie geil. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ast rein. So. Hier ist eine Kiste irgendwo.
ne, die Kiste liegt weiter unten. Hab ich schon wieder geräubert. So was Böses aber auch. So was macht doch ein anständiger Hexer nicht. Kleiner Pisser. Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Nenn mich noch einmal kleiner Pisser und ich hau dich um, Alter. Verlass dich drauf. Geh mir aus den Augen. Geh du mir aus den Augen. Du Pissnutte. Aha. Okay. Ciri war also hier. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Na endlich! Jetzt können wir endlich mal ein bisschen Zeug loswerden. Das wird auch Zeit. So. Kann für eine ordentliche Summe an den Händler verkauft werden. Ja, sobald wir an Geldschwierigkeiten kommen, werden wir uns daran erinnern. Puppe, Kronleuchter, Eimer, das behalten wir mal. Schädel. Das zerlegen wir später, kann an den Händler verkauft werden und als Handwerkszutat verwendet werden. Reines Silber. Okay, Schweinehaut, Lächchen behalten wir. Wolfsfell behalten wir auch. Wenn ich mal wüsste, wo ich hier einen Händler finde. So. Erstmal die ganzen Sachen hier ablegen. So, und den Runenstein, den nehmen wir wieder auf. Den wollen wir behalten. Gut. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Na, der Fettsack wollte sich wahrscheinlich an ihr vergehen. Ist der Kuckuck. Hm. Da ist noch was. Da ist noch was. Oder? Doch nicht. Wo hast du meine Tochter gelassen, du schmieriger, fetter, hässlicher? Alter, halt die Schnutte, sonst klatsche ich dich weg. Meine. So. Schauen wir mal zu diesem ziegenpoppenden etwas hin. Wie komme ich jetzt hier aus der Burg raus, Leute? Hey Meister, gibt's hier auch einen Lift oder sowas? Ich könnte meinen Rachen kürzer vertragen. Ja, ich auch, Mann. Wodka, Wodka, Blatt. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Der muss ja ein dickes Ei legen. Ja, und was für ein dickes Ei, oder zeig ich dir? Was machst du da? Warum trennst du das durch? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Es ist nur schon wieder in dich gefahren.
So, wo ist denn dieser Heino? Das müssen wir hier auch noch, weiß Gott, wie weit durch die Pampa wieder. Ist doch zum Heulen. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch den ganzen Weg hier wieder. Oh nee, komm. Jetzt reicht es. Wo ist der Gaul? Gib Gas, Grete! Heya! Heya! Heya, Hopsasa! Oh Mann, ich liebe das. Was denn? Was denn? Los, los! Gib das. Gaul. Gib das. Auch das noch. Leute, wenn ihr weiter so unflätig mit mir redet, dann sag ich eurer Mutter, was ihr für Wörter im Mund nehmt. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Täuschungsmanöver. Verpisst euch. Sofort. Ich hab's echt die Schnauze voll. Und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Oh doch, heute gibt's Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen. Mann, jetzt hab ich aber die Faxen, Dicke, ey. Macht euch endlich vom Acker, ihr Pisser. Mal sehen, was das für einer ist, der ihn Ex-Freunde so aufgebracht hat. Jetzt steht der Gaul auch noch vor der Tür. Ich werd wahnsinnig. Verschwinde von der Tür, du Mistvieh. Klopf, klopf. Wahrscheinlich hat er fremdgefickt bei irgendwelchen Ziegen. Jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Doch wohl nicht um mich. Nein, nein, das tut er nicht. Ich sehe nicht aus wie eine Ziege. Weideler. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Ach. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf.
Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, oh, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Das ist wahrscheinlich eine Ziege. Welche Prinzessin? Ziege. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingeling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst. Das wird dann wahrscheinlich das Glöckchen sein. Das Klinglingling. So. Okay, Questgegenstand. Silbermonokel. Ah. Questgegenstände. Magischer Gegenstand. Talisman. Silbermonokel. Der Kreisel. Ah. Der ist doch schon im Inventar eingetragen. Was soll denn das, Leute? Ich werde hier nochmal Gag. Komm schon!
habe so eine Befürchtung, dass die Ziege nicht mehr unter uns weilt. Hier entlang, glaube ich. Bist du? Na los, gehen wir zum Weidelab. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm schon, verdammt. Wo zur Hölle bist du hin? Du beknacktes Huhn. Wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mehr als nur Wölfe, hier gibt es sogar Bären. Mein Zieglein, liebes, süßes Ziege. Zieglein. Hat Schnute gemacht. So, jetzt beschwör endlich die Geister, du Knallkopf. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler... Hilf dem weißen Wolf. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut. Bin gleich zurück. Noch nicht doch. Jetzt soll ich auch noch Hasen jagen, oder was? Achso, jetzt hat er den Bären wahrscheinlich geholt. Ah. Reicht das? Oh Gott, willst du was schon wieder sehe?
Der hat sie leider mehr alle. Nicht anders. Das eines Kindes. Ist ja wirklich besessen, der Typ. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen. Die Omen, um die Wahrheit zu finden. Ah, verdammt, da hat er auch noch recht, ey. Hat der Baron das Der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf. Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht? Soll er mir sein Blut bringen? Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Ist ja widerlich. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Das heißt, wir müssen wieder mit diesem fetten, widerlichen... Ach, nee. Nein, ich denke, wir beenden das jetzt hier und sprechen dann mal mit dem Baron. Ist ja jetzt auch schon wieder lang genug. Oh ja, schon wieder 9 Uhr. Nein, ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Den Rest der Familienangelegenheit, da kümmern wir uns ein andermal drum. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Wildfang wider Willen Stream. Bis demnächst. Und mögen die Geister mit euch sein.